Ach, dann töte ich mich halt. Da kann man einfach durchlaufen. Ja. Das sind alle auf Video. Genau. Da kann man einfach durchlaufen, ja, ist okay, ist okay. Ah, ich sehe nicht mal den Lichtschalter, das heißt, ich werde jetzt mal. Oh, da sind noch. Da kann man einfach durchlaufen. Wo bin ich? Oh, hier. Fast tot. Ach du! Ja, da kann ey. man einfach durchlaufen. Da kann man echt einfach durchlaufen. Sag ich Jetzt habe doch. ich's auf Video. Ich komme nach. So, warte mal. Ich mache noch Fotos. Oh. Okay. Oh, ja, okay. Wenn du das von unten drehst, kann ich da nicht draufstehen. Ja, ich wollte da ja auch nur mich hier dranhängen. Okay, ich komme da Ah. durch, aber auf der anderen Seite. Okay, ich bin durch. Ich bin draußen. Weißt du, wie kacke das ist? Wir sind auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Wir hätten außen rumlaufen können, um das gesamte Gebäude. So, das wäre Ja. jetzt lustig. 3, 2, 1. Das schaffst du Lauf, nicht. lauf, 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 lauf. Oh, so knapp. Ich hab noch gesehen, wie er Ja. geflogen hat. Kurz bevor er zerquetscht Das wurde. Blut ist bis hierher gespritzt. Boah, das sieht geil aus. Sieht echt Da geil oben aus gibt's hier. Secrets. Ich bin dafür, dass wir. Ja, die kommen gerade runtergefallen. Dafür, dass wir das nächste Mal. Ach du Scheiße. Ich bin dafür, dass wir das nächste Mal definitiv außen rum gehen, wenn wir so einen scheiß Tempel sehen und nicht mittendurch. Ich find's cool, wie man auf den Untergehenden von diesen Würmern reiten kann. Oh, der hat mich auf die andere Seite geschleudert. Das war nicht cool. Was wäre denn passiert, wenn ich in den Abgrund gefallen wäre, Menno? Probier Probier's so ein Schild. aus. Da sind bestimmt Jungfrauen drinnen und Ja, bestimmt. Ach scheiße, wir müssen bestimmt da ganz hoch. Was zum? was sind das, Finger? Sieht so aus, ja. Naja, jetzt kommen wir zumindest hier hoch, ne? Oder auch nicht. Trapezartist. So, wie kommen wir jetzt darüber? Ah, die Wurzel des Bösen. Ich stehe in dem Kacke. Ich meinte damit den Kaktus. Nur falls es einer gemerkt hat. Oh. Ich glaube. Warte. Ich glaube, ich glaube, ich kann das. Oh, verdammt. Vielleicht auch nicht. So. Dann halt nicht, dann mache ich es Uah! alleine. Ich bin noch in dem Kaktus. Ganz Stehe ich in ruhig. dem Kaktus. Uah, uah. Okay. Oh, wenn ich nach vorne laufe, dann. Das bricht zusammen. Wow. Wie kommt man darüber? Ja, ich hätte dir eine Planke gemacht, Ja, aber da ich macht wollte man erstmal Planken. das Secret. Welche, die da unten? Ja. Ja, dann. Ah. Wie die Planke langsam an Alex' Gesicht vorbeirutscht. Ich komme echt bis auf den Kaktus und den kann ich nur nach unten laufen. Das sah nice aus. Wow. Das war knapp. Okay, und wie kommen wir jetzt darüber? Also hier ist so ein Dings. So ein Ein was? Wabbelkissen. Zum Springen, aber das hilft euch, Kannst glaube ich, du den nicht, oder? Kaktus nach unten drücken? Von da, wo du bist? Oh. Wow! Kannst du den Kaktus nach unten drücken? Irgendwie. Oh, Kannst du so. bitte bald rüber springen? Oh. Ja, oder so. Okay, und wie kommt jetzt der Sag's Zauberer nicht. darüber? Sag's einfach nicht. Wollt ihr mal aufhören zu springen, sodass ich was machen kann? Nein, wir können. Trampolin und oben ist ein Kaktus. Wieso? Klingt doch geil. Warte, vielleicht kann ich. Wow. Oh, vielleicht kann ich. So geht's natürlich auch. Gangster-Move von Ich wollte Mr. es einfach Miyagi. mal episch machen. Ja. I. Ist das ein Skorpion? Take a hammer to the face. Hallo. Oh, der glitscht. Der glitscht. Ich bin übrigens Skorpion. Ich bin tot. Tot. Aber ich bin Level aufgestiegen. Yay! Ha, der Skorpion Ein Punkt, das ist ja macht mies. seinen Artgenossen nichts. Einen kann ich nämlich nichts kaufen. Ne? Oh, ich will das andere freischalten. Was auch immer das ist. Ich sollte dann. Ja, du weißt, dass das Wiederbeleben auf der anderen Seite des Kaktus ist, ne? Warum ist der jetzt so Rüber komme ich ja weggeknickt? leicht.
Die Planke war ihm zu viel. Der Kaktus ist geknickt, der ist ein bisschen deprimiert. Das darf Greenpeace nicht sehen. So. Wie, okay, warte mal, strategisch das, überlegen. Das Ding hier unten blinkt, warum? Keine Ahnung, können wir damit was machen? Zauberer, kannst du es aufheben? Hm, was, wo blinkt? Das hier, da unten. Nee, geht nicht. Ah, vielleicht müssen wir den Skorpion dazu kriegen, mit seinem Stachel da reinzupieksen. Können wir den hierher locken? Kommt der uns hinterher? Komm her. Komm her. Er ist ja mutig. Komm her. Ja, yeah, warte, jetzt muss er nur noch da unten. Yeah, er ist festgesteckt. Ich opfer mich doch gerne. Cool. Wollt ihr was machen? Auch rüber jumpen? Ja. Ja, würde ich gerne. A hammer to the anus. Ich bin auf der anderen Seite, ja. Ich warte dann mal hier auf euch. Ich komme hier nicht rüber. Können wir bitte das nächste Mal in einem Land landen, wo nicht so abartig große Skorpione rum sind? Wieso? Das erinnert mich an King's Quest, da war es auch sowas mit dem Skorpion, der sich dann verheddert. Aber ich komme hier nicht rüber. Oder der achte Teil? Weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine 7. Mit das fühlt sich hier fast an wie eine unsichtbare Wand. Was ist denn das für ein... Versuch von weiter oben rüber zu springen. Die Frau muss echt abnehmen. Ja. Alter, wenn sogar der fette Ritter da schnell rüberkommt. Ja, ich glaube dann einfach mal weiter, ne? Ach, also, geht doch. Also. Frau Fetterella hat es dann auch mal geschafft. Oh, das sieht nach Spaß aus. Are you fucking kidding? So, die 200 hatten wir dann auch mal. Die 300 eigentlich. So, jetzt natürlich auch. Ich kann leider nicht... Oh, warte, ich sollte von dem Ding runtergehen, bevor ich... Ja. Warte. Vielleicht kann ich mich so da vorstellen, dass ich diese Kanone nach unten ziehe. Genau. Ich sagte vielleicht. Ging genau in die Hose. Boah. Knapp. Nice, meine Leiche wurde da gut gebrutzelt. Schöne Disco-Show. Ja, ne? Disco-Stil. Oh, müssen wir schon wieder an dem scheiß Skorpion vorbei? Ja, und der steckt ja jetzt. Ja. Ja, wenigstens steckt er noch fest. Ach, leck mich doch. Cool, ich komm da nie rüber. Und dann gucken wir mal, was man hier machen kann. Ja. Jump. Was wieder? Warte, ich kann ja das magnetisieren. Vielleicht kann ich ja was magnetisieren an dieser Kanone. Tatsache, ich kann die tatsächlich in meine Richtung magnetisieren. Oh. Ich finde, der Zauberer sollte diese Kanone auf den Boden drücken. Achtung. Oh. Kannst du die auf den Boden drücken? Ja? Okay, warte, weil dann kann ich nämlich auf den Boden. So, warte, dann kann ich nämlich die hier versuchen, in den Boden zu schießen und dann... Hätten wir immer noch das Problem, dass Matthias wahrscheinlich nicht schnell genug ist, da drüber zu gehen. Kann ich das Ding da oben kaputt machen vielleicht? Warte mal kurz. Ich kann Matthias auch mit seiner Dings herumschieben. Matthias, bleib mal... Was zur... Wie schnell ist denn das oben? Das Licht. Naja. Ja, jetzt bin ich auch tot. Ich hätte auch das hier da oben bewegt, aber auf mich hört ja keiner. Ja, wenn du das sagst, wenn ich gesprungen bin, dann kann ich nicht mehr in der Luft umdrehen. Hä? Ach. Ja, wenn wir das jetzt so machen, dann kommen wir beide durch, aber der Zauberer? Gott, ey. Das Spiel sollte einfach heißen, Trine, der Letzte ist der Zauberer. Naja, bis zur dritten habe ich es geschafft. Eieieiei. Was zum... Oh! Ich verstehe auch nicht, warum... die unbedingt die Frau von dem Zauberer kidnappen mussten. Oh, die ist auch eine Planke. Wenn hier jemals irgendjemand wieder vorbeiläuft, warum sind hier überall Planken? Planken auf dem Arsch vom Skorpion. So, jo. Wow. Huh. Durch? Oh, ja, schön, dass... Ja. Jetzt, warte mal. Ich kann jetzt einen auf Windschild machen. Alex, hier, Schild, ich pack bin mal da. Einen Laser mit deinem Schild dahin. Würde ich gerne, und wie mache ich das? Indem du dich da reinstellst und... Ja. Aber hier ist nun mal ein Knopf. Das ist schön für den Knopf. Das ist unglaublich schön für den Knopf. Ich bin sogar von Mumien angegriffen. Lauf durch den Checkpoint.
Lauf durch den Checkpoint. Hier ist gerade keiner. Warum bin ich tot? Lauf durch den Checkpoint. Lauf durch den Checkpoint, lauf durch den Checkpoint, lauf durch den Checkpoint. Das ist ja gut, ich... Warum bin ich gestorben? Ich wurde gar nicht angegriffen von den Viechern. Ah. Aggressives Kackspiel. Das ist jetzt die Magicka-Phase. Oh nein, der Kaktus, der kriegt wieder gute Laune. Sieht so geil aus, das Konstrukt mit dem Skorpion. So. Wow. ja. Ah, kann bitte einer Applaus dafür. Also das. Das muss man nochmal in Slow Motion sehen. Ja. Boah, episch. Was? Warum falle ich einfach tot um? Warum falle ich einfach tot um? Das war der Herzinfarkt, weil du durchgekommen bist. Oh. Jetzt bin ich wieder der Einzige, der durchkommt, ne? Oh. Doofer Kaktus. Also, wie ging das nochmal? Fick, Kacke, ey. Wow. Brauchst du nicht gleich zu übertreiben. Wow, fuck. Das waren zu viele Planken. Aber mal, nein, es hat... Ja. Jetzt hat's gleich. Ich stehe da mal unter dem Skorpion und warte. Ja. Ist der Zauberer schon wieder... Na, okay. Das möge er die Fresse halten. Rhetorische Frage. Okay, schade. Ich dachte, das kann sich in die Wurzel reinstecken. In die Wurzel? Was? Wo? Wer? Was? Der Kaktus in die Wurzel. Ah, okay. Ergibt Sinn, oder? Total. Ich mach derweil Anus weit springen. Nein, ich will auch danach nicht für Greenpeace spenden. Oh! Gedünke. Da seid ihr ja. So, und diesmal alle nur langsam runterfallen lassen und stehen bleiben. Lieber Zauberer, das gilt für dich. Stopp. Na dann, jump. Achtung vor Feuerregen. Ja, bin ich gestorben. Das hat ja richtig geklappt. Ich glaube, weil weiß die nicht, warum eine Mumie geworfen, irgendeinen Scheiß geworfen hat. Ich laufe durch den Checkpoint. Warum sieht man den Scheiß denn nicht, den die Mumien... Ja, laufen wir durch den Checkpoint. Warum sieht man denn den Scheiß nicht, den die Mumien da werfen? Ja, dankeschön, wunderbar. Also ich habe zumindest nichts gesehen. Vielleicht habe ich meine Grafiken nicht auf göttlich genug für Mumienwurfsterne. Episch. Na, warte mal. Ich würde ganz gerne diese Geheimnisse da kriegen, aber... Ja. Was? Ich stelle mich vor die Kanone, während du diese Strahlen wegmachst. Echt? Ja, aber ich brauche die für... Scheiß auf das Geheimnis. Scheiß auf das Geheimnis. Was, ihr wollt jetzt was holen, oder wie? Zwei Dinge, die können mich am Arsch lecken, und das sind diese beiden Geheimnisse. Ich warte jetzt hier. Nee, ihr könnt jetzt gerne. Ich wusste nicht, was ihr macht. Ich sehe das halt irgendwie nicht. Ja, nein, das war nicht das Problem. Strahl springen und dann bist du plötzlich durch Magie hier. Du beherrschst quasi die Teleportation. Ja. Oder ich mach noch ein bisschen Lichtershow. Das kannst du machen, wie du möchtest. Ah, geil. Ich bin einfach nur absolut tot. Ich wollte episch sein. Naja, du kriegst ja ich fast... Ich bin fast... Punkt. Fast bin ich gekommen. Du bist fast gekommen. Also... ja. Also man kann ja unten, kann man ja schon mal... Oh, scheiße. Wow, du fetter Zauberer, du hast die Falle ausgelöst. Zauberer, du fetter Krieger, hast die Falle ausgelöst. Wieder mal alles auf den Zauberer schieben. Ach, die werfen ja echt mit so einer Scheiße. Sag ich doch. Wolltest du die Secrets da umholen? Oh, wir kriegen das durch den Hebel der Flammendingst. Ja. Also ich nehme mal an, das heißt nein. Warum bist du schon wieder Todzauber? Wir brauchen hier, glaube ich, drei Leute. Ja, ich wollte ein Secret holen, aber keiner von euch wollte. Ich gerade nichts mehr sehe. Warum bin ich tot? Ja, ich auch nicht. Großartig. Ich, hier links von uns jetzt? Hat sich jetzt was verändert.
Ich kann dir nur nicht sagen, was. Sag mir bitte nicht, dass wir hier durch müssen. Doch. Das mag ich jetzt schon. Zwischen beiden Dingern zerquetscht. Das mag ich jetzt schon, volle Kanne. Jump'n'Runs zu spielen, ich bin einfach zu schlecht dafür. Muss ich an der Stelle einfach mal sagen. So. Kommt der natürlich nicht hoch. Aber komm. Nein! Geht's auf der anderen Seite nicht weiter? Man kann auch nach links laufen. Nach links? Ja. Bei links gibt's einen Knopf, den man drücken kann, dann geht die Plattform auf. Du musst auf den zweiten von rechts, dann auf den ganz linken und dann auf den ganz rechten. Geht mal weg, blöde Gott sei Dank muss ich das nicht machen, denn ich hätte diese Sicht nicht verstanden. Oh, ich bin runtergesprungen. Are you fucking kidding me? Falsche Taste, Mann. Oh, das war doch keinen Spaß, ey. Wer überlegt sich das? Es ist nicht der ganz rechte, sondern auch der zweite von rechts. Also zweiter von rechts, ganz links, zweiter von rechts. Ja, und dann komme ich nicht drauf. Kannst geh einfach durch den blöden Dings. Ich geh mich jetzt umbringen, ey. Das ist mir doch scheiße. Los, hier, komm, Band. Erwisch mich, erwisch mich. Ja, oh nein. Ich bin zerquetscht worden. Oh, ich auch, ja. Ja, aber du kannst natürlich auch ab. Einmal komm ich durch. Aus bei mir, wie das Ding einfach gegen deinen Kopf gedonnerte. Ja. Dankeschön. Ich lebe wieder, das ist großartig. Ja. Yeah. Okay. Hab zwei Sequels geholt und mich heldenhaft getötet. Bitte um Applaus, jetzt. Oh shit, Gegner. Applaus gibt's nächstes Mal. Applaus bitte in die Kommentare, wir sind beschäftigt. Hier, das haut euch. Uns selbst applaudieren. Schlagt euch. Blöde, miesen Mumien-Kackviecher. Ich bin tot. Ich finde so ein Setting eigentlich ganz cool in so Dings. Doch. Ich weiß aber schon wieder nicht, warum ich tot bin. Ist das normal, dass man nicht sieht, was die werfen? Ich würde jetzt einfach dann behaupten, ja. Ist aber mies. Screen? Bleib hier. Ach ja, da. Natürlich weiß ich genau, was wir hier machen müssen. Weißt du das? Ich kann hier die Symbole verändern. Oh. Auf was? Also was? Sieht so aus, als würden wir es brauchen. Ja, den Skorpion. Ja, ja, genau. Was bringt denn das? Was kann ich denn damit? Ja! Danke! Ich könnte dir zeigen, wie das ist. Ich muss doch irgendwas damit machen. Du bist tot. Das war noch nicht gemacht, oder? Ich dachte, das muss in die Mitte da. Welche Mitte? Was? Wo Mitte? Wie Mitte? Hä? Weißt du, dieses Ding, was da steht, das sieht aus, als wäre das auch so ein Spiegelding. Nur da stand halt die blöde Kiste davor von Herrn Dings da. Du meinst das Teil hier? Ja, und ich dachte, ich muss es so wie es eben stand, nicht das Ding in die Mitte, sondern so wie es eben stand, und ich dachte, ich muss den Strahl dagegen schießen, damit er in die Mitte auf dieses Ding abgelenkt wird. Weißt du, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ja, dann so. Nein, weiter. Nach unten. Dass der nach unten das in die Mitte schießt, weil da oben, da bringt es uns doch gar nichts. Ja, dann schießt oder mal. Muss der ganz da durch? Ja. Nein. Außer du stirbst, nichts passiert. Seid ihr jetzt beide... Ja. Okay, wir machen es jetzt so, wie ich es gerne hätte. Der Kopf muss ja auch irgendwas tun. Bist du sicher? Vielleicht ist es nur ein Accessoire, mit dem wir hätten die Mumien bekämpfen können. Es muss doch auch irgendwas bringen, dass man hier hinten die Dings verändern kann, diese Symbole. Ja, wahrscheinlich müssen die Symbole richtig sein. Und genau, und dann... Was ist bei euch richtig? Ja. Probier mal rum. Die Tür sind doch zwei. Ja, das sieht gut aus.
Ja, genau, lass das so. Ja, das war jetzt Zufall, aber gut. Okay, ihr müsst den Spiegel doch aufstellen irgendwie. Am besten in die Mitte. Ja, warte mal. Ich hab Angst. Ich gehe auf die andere Seite so und dann. Ja. Was bist du gerade dran? So Okay. Ja, klappt doch. Sag's doch. Alter, mich kann ich die Vorderseite. Wegen dieser fucking Aussensitivität. Bin zu blöd für so eine Scheiße. Ich auch. Ich nehme jetzt den Kopf mit. Ich hab Kopf und Kragen riskiert. Magst du auf den Kopf springen und das Secret holen? Magst du auf den Kopf springen und das Secret holen? Ja, so. Okay. Wir spielen jetzt zu viert Trine. Introducing Kopf. Ah, das ist wieder einfach nur sowas, wo wir lange laufen müssen und gleich kommt der Würmer oder sowas aus dem Boden. Ich glaube, das wird was Größeres als ein Wurm. Oh. Nimm den Kopf. Hätte ich mal nichts gesagt. Nein, ich glaube, das ist ein Wurm, aber ich glaube, der ist ein bisschen größer als wir. Tschüss sagen der Kopf, weil Vorik XDQ-Mose und Silence. Belly of the Beast. Lecker.